Ja. Ich hab schon vorher weg. Oh, das wird morgen lustig auf Arbeit. Was? Also, Kundin kommt in den Laden. Ach nee, du bist dran. Okay. Klingt nach einem... Klingt? Klingt. Okay. So, hallo ihr Lieben, da sind wir schon wieder. Ich dachte mir, wo ich doch die Bücherfee Chantal einmal bei mir habe. Diese weite Anreise, also ehrlich. Drehe ich doch mit ihr gleich nochmal Versprecher in der Bücherwelt Teil 2. Teil 1 kam bei euch ja richtig gut an und ich denke, mit verteilten Rollen ist das einfach noch viel cooler. Aber hallo. Weil mit so einer durchgeknallten Socke. Hallo. Wir sind jetzt schon beim dritten Glas Sekt, also nicht wundern. Eine Kundin kam in den Laden und sagte, ich suche das Buch Der Junge, der Tränen verschenkte. Gemeint war natürlich Der Junge, der Träume schenkte. Eine Mutter sagt, mein Sohn braucht für die Schule den Titel Der Richter und sein Henkel. Wir haben uns alle kaputt gelacht, weil wir uns den Richter so mit seinem Henkel vorgestellt haben. Aber gemeint war natürlich von Dürrenmatt Der Richter und sein Henker. Eine YouTube-Zuschauerin fragte die Buchhändlerin ihres Vertrauens nach dem Roman Zeit der Winde. Klingt nach einem Ratgeber für Flatulenzen. Gemeint war natürlich Wind der Zeiten. Danke, dass du mir ja, das geschickt hast. Kommen wir zu Verlagsnamen. Es gibt unheimlich kreative Verlagsnamen, die die Kunden immer wieder erfinden. Unter anderem. Ja, der Langschmidt Verlag. Gemeint ist natürlich Langscheid. Schön ist auch Ars Edition. Das heißt Ars Edition. Das ist ein deutscher Verlag, das heißt Ars Edition. Genau wie der Reclam Verlag. Den gibt es nicht. Es gibt nur den Reclam Verlag. Und das ist er. Bei diesem Titel fällt mir ein, dass ich mal eine Kundin hatte, die nach Skandale und Liebe fragte. Und da habe ich sie dann auch angeguckt wie ein Auto und dann habe ich ihr GZSZ vorgeschlagen. Und Piper heißt auch nicht Piper. Wenn ich das immer höre, dann denke ich immer, das ist doch irgendwie der Stoff für ein neues Lied. Piper, Piper, der neue Song von Skota. Skota. Ja, eine Kundin kam neulich auf meine reizende Kollegin zu und sagte, die nun an der Info stand mit ihrem Firmenschild an der Schulter und am PC arbeitete und die Kundin fragte, haben Sie gerade frei? Klar, an meinen freien Tagen kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, als auf Arbeit zu sein. Und die Kundin, als sie gesagt hatte, haben Sie frei, hat es natürlich sofort gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann habe ich gesagt, es tut mir echt leid, ich mache immer, sammle Versprecher für die Bücherwelt und Sie müssen mit diesem Spruch in mein neues Video. Und da hat sie mir erzählt, sie wäre neulich im Supermarkt gewesen, hätte angestanden und vor ihr wäre eine Kundin gewesen, die hätte eine Packung Eier gehabt. Und die Kassiererin schauen ja immer die Eierpackung, ne? Das machte diese auch. Und sagte dann zu der Kundin vor ihr, Mann, haben Sie dicke Eier. Und die hat dann nur geguckt und hat gesagt, Sie können aber jetzt froh sein, dass ich kein Mann bin. Fand ich ganz witzig, passt jetzt nicht so ganz, aber ich fand's lustig. Ja, schön finde ich auch immer, darf ich Sie belästigen? Nein, ich hätte das ehrlich gesagt nicht so gern. Aber vielleicht meine Kollegin, ich frage mal, wie das jetzt auf nee, ich werde nicht so gerne belästigt. Okay. Jedenfalls nicht vom Kunden, nein. Alles klar. Und vor allem nicht, wenn sie riechen. Oh, die meisten riechen, oder? Okay. Nein, nein, ich liebe meine Kunden alle. Ich auch. An dieser Stelle möchte ich allerdings mal alle Kunden darauf hinweisen, bei uns, bei Thalia, gibt es nie die Bücher aus der aktuellen Weltbildwerbung. Genauso
wie es keine Amazon-Gutscheine gibt. Und wir bestellen auch nicht über Amazon. Das ist unsere Konkurrenz. Mitbewerber. So. Mitbewerber. Ja. Mitbewerber. Naja. Ja, dann war eine junge Kundin, also lasst sie mal, also die war unter 20, 18, höchstens 16, 14, ich weiß es nicht mehr genau. Fängt ja immer früher an heutzutage. Also sie war zwischen 14 und 14,5. Nein, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls hat sie steif und fest behauptet, sie suche die Turkana-Diät. Noch nie in meinem Leben gehört, also ich und Diät irgendwie so auf Kriegsfuß, aber also das eine oder andere kennt man ja. Und sie meinte dann halt so, das ist doch bekannt, auch hier als Jennifer Lopez-Diät und so. Und da habe ich eben gegoogelt und ja. Es stellte sich heraus, dass sie diese Diät meint. Ich bin nicht sicher, wie sie ausgesprochen wird, weil der Autor ist Franzose. Franzose? Franzose. Der Autor ist Franzose und deshalb... Der Autor ist Franzose und deswegen könnte es sein, dass es Dukin ausgesprochen wird, aber ich würde da jetzt auch nicht drauf wetten. Jedenfalls weit weg von Turkana. Die Dukin-Diät. Eine Frau mittleren Alters kam zu uns in den Laden. Ich war gerade zufällig an der Kasse. Sie hatte zwei Bücher, die sich in Form und Größe 100% glichen, allerdings unterschiedliche Titel hatten. Und wollte die beide als Geschenk verpackt, separat. Und manchmal sind die an die gleiche Person von zwei verschiedenen Personen. Ja, manchmal hat einer Geburtstag die gleiche und kriegt... Person von zwei verschiedenen Personen. Das heißt, sie kriegt von jedem eins. Ist doch fair. Ja, genau. Und manchmal ist es für zwei verschiedene Personen. Oma schenkt dem einen Enkel und dem anderen Enkel was. So, ich jedenfalls gefragt, müssen sie die auseinanderhalten können? Woraufhin sie sagte, das kann ich doch am Titel unterscheiden. Viel Spaß. Der steht halt nicht außen drauf. Hallo. Also, ich habe gelacht. Dann hatte ich einen Kunden, der wollte ein Buch bestellen und sagte, ich fragte dann, auf welchen Namen soll es denn gehen? Und er so, Mertens. Mit E oder mit L geschrieben? Er so, nee, mit M. Ja, hätte ich mal vorher nachdenken können, ne? Also, ich Dummi. Eine Kundin kam auf mich zu mit einer Brotdose und einer Trinkflasche in der Hand und fragte, haben Sie noch mehr? Ey, klar, wisst ihr, was wir mittlerweile alles verkaufen? Wir verkaufen fast alles. Dass wir verkaufen auch noch ein Brot und Tee. Und dass wir noch kein Hühneraugenpflaster haben, ist alles. Ja. Also bei Tania findet ihr mittlerweile für die Wohnung, ihr könnt euch fast neu einrichten. Im Zweifel einfach immer erstmal zu Tania. Genau. Erstmal bei Talia schauen. Ist das Pennys? Pennys Werbespruch? Eine alte Dame stürmte auf mich zu. Haben Sie alte Krimis? Suche ich für meine Tochter. Die besagte Tochter hörte dies und verbesserte ihre Mutter. Mama, ich suche Alpenkrimis. Alpen. Alpen. Entschuldigung. Neulich sollte ich Remittenten raussuchen. Remittenten sind Bücher, die sich innerhalb eines halben Jahres nicht verkauft haben. Die dürfen wir zurückschicken, denn ansonsten bildet sich hier irgendwann so ein hässlicher gelber Rand, dass wir ja keine Sau mehr kaufen. Und ja, auf meinem Zettel, den mir unsere liebe Kollegin überreichte, standen ganz merkwürdige Titel. Definitiv waren das keine Romane. Und ich ging zu unserem einzigen männlichen Kollegen aus der Fachbuchabteilung. Um seine Anonymität zu sichern, nennen wir ihn mal Herr Lombardi. Er nahm seine Brille ab und las: Soldaten ohne Söhne? Habe ich noch nie in meiner Abteilung gesehen, das muss bei dir stehen. Und ich dann so: Stefan, vielleicht solltest du lieber mit Brille lesen, da steht Schulden ohne Sühne.
Ja, ey, der ist so putzig. Also wir haben ja nur den einen, also nicht, dass ich jetzt euch verrate, wer das ist. Aber der ist... Stefan Lombardi. Das ist Herr Lombardi, der ist cool. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Dieser Schussel. Neulich suchte eine Kundin nach dem Titel Voll spät. Ich ahnte bereits, wenn ich das jetzt bibliografiere, voll spät kommen unzählige Titel und fragte diese Kundin, vielleicht haben sie einen Autor für mich? Sie darauf, total empört. Wie, kennen Sie das nicht? Das ist die Fortsetzung von dem Erdmännchen-Bestseller. Gemeint war natürlich Voll Speed. Und ich dachte immer, ich kann kein Englisch. So, ihr Lieben, das waren wieder die... kann ich auch nicht. Mann, Chantal! Ja, das waren mal wieder die Versprecher aus der Bücherwelt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin ein bisschen traurig, bald erscheint bei Ullstein ein Buch zu dem Thema und wir haben doch viel zu sagen. Aber ich glaube, wir sammeln weiter fleißig, also wir notieren uns das alles. Wie ihr seht, vom letzten Video bis heute ist einiges aufgelaufen und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und danke Chantal, dass du mitgemacht hast und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video, eure Leseratte. Tschüss!